Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Mackenvideo. Im heutigen Tutorial zeige ich euch, wie man ein Roblox-Spiel macht. Schaut euch also zunächst das Video bis zum Ende an und folgt den einfachen Schritten. Im Grunde müssen wir also nur auf die Roblox-Website gehen und uns dann anmelden und sicherstellen, dass ihr in eurem Konto angemeldet seid, damit wir unser Roblox-Studio starten und unsere eigenen Spiele erstellen können. Das hier ist also im Grunde mein Profil. Ihr müsst nur zu dieser Navigationsleiste hier gehen. Wir klicken und im Grunde könnt ihr einfach nach Erstellen oder dem Menü Erstellen suchen und wir finden es hier in dieser Symbolleiste. Wir klicken also einfach auf Erstellen und wir werden zu Roblox Erstellen weitergeleitet. Hier könnt ihr also im Grunde eure Kreationen und so weiter finden. Im Grunde wollen wir einfach ins Studio gehen. Du klickst einfach auf Studio und hier öffne ich Studio Roblox. Wenn du Studio Roblox noch nicht hast, musst du nur auf Download klicken und der Download beginnt. Also im Grunde müssen wir, nachdem wir unser Studio Roblox gestartet haben, nur unsere Vorlagen oder Spiele oder Orte starten. Jetzt warten wir nur noch darauf, dass Studio Roblox geöffnet wird. Und wir beginnen mit unseren Kreationen und dies ist unser Roblox Studio nach dem Start und alles, was wir tun müssen, ist, du kannst hier hingehen, um deine Spiele zu finden und hier kannst du alle Spiele sehen, die du kreiert hast. Also klicken wir einfach auf dich und das sind sozusagen die Vorlagen, die du verwenden kannst. Also kannst du im Grunde entweder bei Null anfangen und du hast diese Basisvorlage oder du kannst einfach eine erste Vorlage haben. Lass sie anfangen können, es zu modifizieren oder zu bearbeiten, wie die Bierhakeninsel oder was auch immer. Also lassen sie uns im Grunde einfach auf ein flaches Gelände gehen und hier haben wir unser Spiel von Grund auf. Und im Grunde ist dies so etwas wie ihr Feld und hier haben sie ihren eigenen Werkzeugkasten. Sie können jetzt einfach damit beginnen, Teile hinzuzufügen, etwa einen Block. Sie können einfach hier hingehen und diesem Teil einfach ein paar Farben geben. Sie können das Feld ändern. Sie können auch die Position ändern. Größe, USF und das sind alles die Parameter oder Eigenschaften dieser Objekte. Oder Sie können einfach hier aus dem Werkzeugkasten gehen und anfangen, von Modellen zu nehmen. Und für diese Struktur zum Beispiel nehme ich einfach dieses Haus und setze es so ein, wie es ist, in das Modell. Also im Grunde drehen wir einfach hier und nehmen eine leichte Drehung vor. Und wie Sie sehen, ist dies das Haus. Sie können einfach von den Modellen aus etwas ankreuzen und natürlich können Sie mit der Modifizierung und Bearbeitung dieses Modells beginnen, indem Sie einfach etwas ankreuzen. Zum Beispiel können wir auf der Ebene hier einfach ein Streaming-Mesh haben, an dem Sie einige Dinge ändern können. Zum Beispiel die Position der Drehpunkt USF und andere Erscheinungsdetails oder Erscheinungsmodelle. Und das ist natürlich der einfachste Weg, um mit Ihrer eigenen Welt zu beginnen. Indem Sie einfach die Modelle nehmen und mit deren Änderungen beginnen. Dann können Sie mit den Materialmanagern und so weiter beginnen. Und wenn Sie fertig sind, können Sie entweder zusammenarbeiten und Sie können mit dem Speichern Ihrer Roblox-Welt beginnen oder Sie können sie auch hier in Ihrer Welt testen, indem Sie auf Abspielen klicken. Und im Grunde können Sie auch Ihre UI oder Benutzeroberfläche USF erstellen. Und wenn Sie fertig sind, können Sie einfach hierher gehen und Ihr Spiel auf Roblox USF veröffentlichen. So können Sie es im Grunde machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.